Wir stellen euch erstmal das Konzept von unserem Spiel Save Your City vor. Und ja, so sieht das am Ende dann aus, wenn man dann ein Konzert ausgewählt hat und dann quasi alles fertig ist. Aber dann am Samstag saßen wir quasi davor, vor der ersten Idee, also vor einem weißen Blatt mit der ersten Idee, Umweltzerstörungssimulator 2030. Was machen wir jetzt damit? Welche Richtung soll das gehen? Und dann hatten wir jede Menge Ideen, also wirklich, wir hatten extrem viele Ideen. Und dann war jetzt quasi die Organisation gefordert, dass wir quasi erstmal gucken, okay, in welche Richtung wollen wir das Ganze lenken? Welche Ideen sind in der Zeit umsetzbar? Welche Ideen bieten sich vielleicht eher an? Und ja, nach der Organisation haben wir dann quasi uns dazu entschieden, ein kartenbasiertes, rundenbasiertes Player-versus-Player-Spiel zu entwickeln. Und wie das genau funktioniert, erklärt euch ja, also wir, geil. Ich erkläre euch jetzt erstmal, wie das Spiel funktioniert. Die Karten, die ihr jetzt seht, also hier rechts und auch die Bilder gleich, die sind nicht mehr ganz so aktuell, aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, weil es geht ja erstmal um das Grundprinzip, um das zu verstehen. Also das ganze Spiel ist quasi so ein Kartenspiel und aufgebaut auf drei verschiedenen Kartentypen. Da gibt es einmal die Kartentypen der Infrastruktur, die sind einfach dafür da, um sich selber so eine kleine Stadt aufzubauen, seine eigene Infrastruktur zu schaffen, um quasi erstmal ein Grundprinzip zu haben, worauf man aufbauen kann. Dann gibt es Angriffskarten, das sind Karten wie verschiedene Politiker oder Lobbyisten, die dann versuchen müssen, die gegnerische Infrastruktur wieder zu zerstören. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als momentan passiert, dass die ganze Welt zusammenbricht, indem einfach einzelne Personen daherkommen. Und dann gibt es noch Verteidigungskarten, mit denen kann man sich dann halt wieder gegen diese Angreifer schützen, indem man ja seine Infrastruktur wieder regeneriert. Dann kannst du weitermachen. Das hier ist jetzt der grobe Spielplan, aber der ist nicht mehr aktuell, also muss ich dazu auch gar nichts mehr sagen. Genau, die linke Hälfte gehört zum Beispiel Spieler A, die rechte Spielhälfte gehört Spieler B. Das wird hier in der Mitte geteilt. Das Ganze läuft aber auf zwei Geräten. Das heißt, alles, was hier jetzt gesehen wird, gezeigt wird, das ist das, was Spieler A sieht. Hier diese vier Kästchen, in die baut man quasi seine Infrastruktur. Da legt man die Karten seiner Infrastruktur rein. Das sind in dem Fall ein Kohlekraftwerk oder ein Windkraftwerk, ein Wohnhaus oder einen Wald zum Beispiel. Und da muss man halt versuchen, dass seine Stadt nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Hier unten ist die Hotbar. Da packt man quasi seine Politiker rein oder seine Lobbyisten. Und dann kann man die halt einzeln auswählen und hier oben reinziehen. Das ist quasi so dieses, weiß ich nicht, man kann es jetzt ein Angriffsmenü nennen. Ja, und dann versuchen dann halt die Lobbyisten oder die Politiker die Infrastruktur zu zerstören. Und diese Infrastruktur, hier ist es nochmal gezeigt, die ist quasi dafür da, dass sie soll der positive Sauerstoffgehalt in der Stadt sein. Das hier ist Elektrizität oder Energie, die durchgehend vorhanden sein muss, oder die Bevölkerung, die durchgehend da sein muss. Es wird halt durch diese Infrastruktur generiert. Das Spiel ist gewonnen, sobald man selber die perfekte Stadt erschaffen hat, also ohne Abgase, da hat man auch ziemlich viel Bevölkerung. Oder das Spiel ist halt verloren, sobald man keine Bevölkerung mehr hat, sprich die Abgase sind, oder die positive Luft ist bei null, das heißt, man hat nur schlechte Luft und man hat dann halt keine Bevölkerung mehr bei sich in der Stadt. Genau, also hier ist es nochmal gezeigt. Und dann, willst du was zur Spielidee sagen, warum wir das... Ja gut. wir haben uns dahinter auch noch was gedacht. Und zwar, das habe ich am Anfang schon einmal kurz angemerkt, sind wir gerade selber dabei, unsere Welt zu zerstören. Einzelne Personen kommen daher, verschiedene Politiker, und zerstören halt unsere Umwelt. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass während des Spiels teilweise Informationen auftauchen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt eine Karte als Kohlekraftwerk ausgespielt hat, dass dann zum Beispiel kommt, wie viel, was
Sekunde. Was für einen schlechten Einfluss ein Kohlekraftwerk eigentlich auf unsere Umwelt hat. Oder auch andersrum, wenn man ein Windkraftwerk baut, dass man dann zu Gesicht bekommt, wie gut das eigentlich ist. Oder im Vergleich zu einem Kohlekraftwerk, was das für bessere Ausmaße hat. Ja, das war's eigentlich. Und jetzt kommt halt der zweite Teil unserer Gruppe, die haben sich um die Grafik gekümmert.